Siebdruck an sich ein sehr altes Verfahren, Druckverfahren. Ich bin immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten. Ich bin Sandra Rauch. Ich bin Künstlerin, speziell Tech-Artistin, so nenne ich mich, die einzige auf der Welt. Der Name kommt daher, weil ich so viel Technologie in meine Bilder einbaue, weil ich finde, dass es eine Erweiterung des zweidimensionalen Bildes ist. Künstlerisch veranlagt war ich natürlich immer schon ein bisschen. Ich habe eine Lehre gemacht als Schrift- und Grafikmalerin und bin da erstmals mit dem Siebdruck in Verbindung gekommen. Und ich konnte dann den technischen Siebdruck, also ich hatte alle technischen Abläufe. Und das kam mir nachher während des Studiums zugute, als ich dann Malerei und Grafik in Dresden studiert habe. Ich bin immer neugierig, ich schnüffle gern rum. Wenn ich in eine Megacity gehe, dann gehe ich immer an den höchsten Punkt. Dann versuche ich irgendwie rauszubekommen, was ist das, was die Stadt ausmacht, was sie prägt und was ist das, was man im Kopf behält als Gefühl. Und all das versuche ich dann am Ende in das Bild zu bringen, dass man so das Gefühl hat, es ist wirklich so, du stehst in der Straße und obwohl der Ton nicht da ist, hörst du ihn förmlich, diese Überflutung, das ist genau das, was mich so bewegt hat, was mich so fasziniert hat. Ich bin eigentlich immer direkt bei dem Bild und sehr verbunden mit dem Bild. Ich höre die Musik zu dem Bild oder bin in der Zeit und alles ist sozusagen im Jetzt mit dem Bild. Deswegen habe ich auch eine besondere Beziehung dann in der Zeit zu dem Bild, an dem ich arbeite. Also ich glaube, das braucht das Bild, dass man eine absolute volle Konzentration auf das Thema hat, damit man das nachher spürt. Also ich benutze den Siebdruck, weil ich es nicht gut finde, die Struktur auf der Platte zu haben, also eine Pinselstruktur. Ich finde, heutzutage sollte man ein Bild ansehen, dass es heute entstanden ist, dass es aus den Farben besteht, die man überall um sich herum hat, also die ganze Bildschirm, also man guckt ja sämtliche Bilder eigentlich übers Internet und über Bildschirme, digitale Bildschirme an und diesen Glanz, den wollte ich eigentlich auch in meinen Bildern haben. Deswegen habe ich ganz radikal den Bildträger gewechselt und habe gesagt, Leinwand ist jetzt nicht mehr für mich zeitgemäß. Ich finde, das Acryl ist eine total tolle Verbindung von Modernität und Zeitgefühl vom Jetzt. Und das soll in all meinen Bildern sichtbar sein, das Jetzt.